Ein bisschen geht es auch in diese Richtung, was wir heute Abend machen wollen, nämlich einen Schriftsteller zu analysieren, der sich mit diesen Verwerfungen des 20. Jahrhunderts in verschiedenen Funktionen und Formaten beschäftigt hat, Czesław Miłosz. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen mit ihm unmittelbar vertraut sind. Also ich glaube, das ist eine große Freude, dass das ein Denker ist, zu dem, glaube ich, nicht sehr viele Leute eine Fühlung haben oder mit dessen Werk viele vielleicht vertraut sind. Es dürfte für viele sehr, sehr neu sein. Und er verweist, glaube ich, auf eine Problemdimension, nämlich den mangelnden Austausch, sozusagen innereuropäischen Austausch von Intellektuellen, dass gerade polnische Intellektuelle, aber auch tschechische, die eigentlich Nachbarländer von Deutschland sind, eigentlich im kulturellen Bewusstsein der Deutschen eigentlich gar nicht so präsent sind. Und das trifft, glaube ich, in besonderer Weise auf Czesław Miłosz zu, der heute Abend vorgestellt werden wird. Barbara Picht ist eine Historikerin, die studiert hat zunächst in München und Berlin. Dann hat sie für viele Jahre hier in Berlin die jüdische Bibliothek, nee, jüdische Bücherei, jüdische Buchhandlung geleitet. Für viele Jahre hatte aber immer auch Kontakt natürlich zu den intellektuellen Szenen und zur Universität. Und an der Universität, an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder hat sie sich vor kurzem habilitiert mit einer Arbeit, die sich Literatur- und Geschichtswissenschaftlern aus Frankreich, Polen und aus den beiden deutschen Staaten widmet, die sich an diesem an der Geschichte sozusagen Europas, aber eben ganz konkret auch sozusagen an diesem Ost-West-Konflikt abgearbeitet haben. Und das ist natürlich eine interessante Konstellation. Es gehört, glaube ich, ziemlich viel Mut dazu und auch ziemlich viel Kraft und Wagnis, sich so ein großes und so ein schönes Thema vorzunehmen, dass wirklich so viele verschiedene Sprachen und so viele verschiedene Denker aus verschiedenen Räumen in Bezug auf diese Frage sozusagen der Auseinandersetzung um Europa und den Ost-West-Konflikt versammelt und vergleichend analysiert. Also das ist ein großartiges Werk, das noch nicht als Buch vorliegt, aber hoffentlich bald dann auch nachgelesen werden kann. Und zu den Forschungsschwerpunkten von Barbara Picht noch zwei, drei Worte. Also neben der Begriffsgeschichte, wo wir jetzt unmittelbar dran arbeiten, ist eigentlich die Auseinandersetzung mit Europa, eine europäische Ideengeschichte, europäische Geistestradition ganz zentral in der Tradition etwa von Ernst Robert Curtius, aber das geht auch bis dahin zum Warburg-Kreis, der ja auch versucht hat, in dieser Geschichte sozusagen von antiken Bildkonstellationen auch europäische Kontinuitäten herzustellen, die oft über ganz verschiedene Zeiträume hinweg wirksam waren, über verschiedene Kulturkreise hinweg wirksam waren, natürlich auch über verschiedene Nationalitäten hinweg und irgendwie damit auch an ein gemeinsames europäisches Erbe immer wieder erinnern und sich an diesem Erbe abarbeiten. Ein wichtiger Forschungsschwerpunkt sind auch noch die Menschenrechte, also das Interesse sozusagen an Rechtskonstellationen, aber auch an so einem Begriff wie Menschenwürde, der sich ja irgendwie auch mit der Idee Europas in gewisser Weise verbinden lässt. Jetzt möchte ich aber aufhören und Barbara, dich bitten, uns etwas vorzutragen. Der Vortrag wird ungefähr 40 Minuten dauern und danach haben Sie dann die Gelegenheit, Fragen zu stellen und in eine Diskussion einzutreten. Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist und übergebe dir das Wort. Zu halten ist eigentlich ganz erstaunlich, dass er so wenig bekannt ist. Er ist immerhin Literatur-Nobelpreisträger und ist vielleicht ein Teil dessen, was ich Ihnen gleich versuche zu beschreiben, nämlich eines Ungleichgewichts der Wahrnehmung Westeuropas, würde ich jetzt mal Berlin um den Moment mit einbeziehen, auf Ostmitteleuropa. Umgekehrt ist sehr viel mehr der Blick gerichtet worden, zum Beispiel aus Polen, aus Litauen. Viele, viele Polen sind nach Frankreich zum Studieren gegangen. Für die sind die ganzen Denker Teil dessen, womit sie sich beschäftigen. Die Sachen sind übersetzt und ich bin immer wieder ganz erstaunt, dabei bin ich selber gar nicht Slawistin, aber zu sehen, und da hat mich natürlich die Europa-Universität Viadrina, die direkt an der polnischen Grenze liegt, wie Sie wissen, auch ein bisschen sensibilisiert, dass viele, viele westeuropäische Leserinnen, Leser, die eigentlich sehr interessiert sind, diesen Teil schlechter kennen, als man denkt, und dass das in der Polonistik und Slawistik ein kleiner Zirkel oft ist. Aber vielleicht sitzen hier lauter Experten und Sie können mir gleich widersprechen. Der Vortrag Titel ist eigentlich ein Zitat, nämlich von Czesław Miłosz selber. Das heißt, das 20. Jahrhundert wechselt sein Aussehen je nach Blickwinkel. Und untertitelt habe ich es mit West- und östliches Europa aus der Perspektive des Schriftstellers Czesław Miłosz. Der polnische Schriftsteller Czesław Miłosz war ein wacher Beobachter seines Jahrhunderts. Immer, schreibt sein Schriftstellerkollege Adam Zagajewski, in jeder Stunde seines Lebens, das Reich war an dramatischen Veränderungen und vom zaristischen Russland bis zur Mitgliedschaft Polens in der NATO
und an die Schwelle zum Eintritt in die EU reichte. Immer wollte, musste er das Zeitgeschehen verstehen, wollte begreifen, welchen Sinn die Gegenwart hat, welchen philosophischen, poetischen, politischen Sinn. Miłosz, 1980 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet, war 1911 geboren worden. Schon die Frage nach seiner Herkunft lässt erahnen, dass uns Miłoszs Perspektive auf das Europa des 20. Jahrhunderts in gewisse Schwierigkeiten bringen wird. Sein Geburtsort, ein kleines Dorf mit dem Namen Setenjai und Vilnius, wo er aufwuchs und studierte, gehörten zum Russischen Kaiserreich, wie es seit 1721 bestand. Mit der Februarrevolution von 1917 ist das Ende dieses Reichs gekommen. Miłosz war damals 6 Jahre alt. Seit 1920 liegen Setenjai und Vilnius in Litauen, wie es im litauisch-sowjetischen Friedensvertrag international anerkannt wurde. Noch im Oktober desselben Jahres aber besetzt Polen das Wilnaer Gebiet und schlägt es 1922 seinem Staatsgebiet zu. Völkerrechtlich wird das de facto anerkannt. Wie über 90% der Wilnaer Bevölkerung waren auch Miłosz und seine Familie keine Litauer. In der Stadt lebten mehrheitlich Polen, Juden und Russen. Die Litauer bildeten eine kleine Minderheit, die nur etwa 3% ausmachte. Miłoszs Familie gehörte dem polnischen Bevölkerungsteil an. Auf seiner Schule und an der Universität wurde Polnisch gesprochen. Das Russische gehörte aber ebenfalls zu den Sprachen seiner Kindheit. Als er 11 Jahre alt war, hatte Miłosz also bereits in 3 Staatsgebieten gelebt: Russland, Litauen und Polen, ohne die Gegend verlassen zu haben, in der er aufwuchs. In einer Vortragsreihe aus den 80er Jahren, gehalten in Harvard, wird er sagen: Das 20. Jahrhundert, proteushafter und vielgestaltigter als jedes andere, wechselt sein Aussehen je nach Blickwinkel, den geografischen mit eingeschlossen. Proteus ist ein griechischer Meeresgott, der seine Gestalt rasch und oft verwandeln kann. Miłoszs Perspektive auf das 20. Jahrhundert ist ihrerseits geprägt von vielen Perspektivwechseln. Nicht alle hat er freiwillig vollzogen. In Vilnius begann Miłosz zunächst Literatur zu studieren. Er wechselt aber bald zum Jurastudium. Und er schreibt Gedichte. Als er in seinen 20ern war, galt er als Katastrophist. Will heißen, er galt als zugehörig zu einer der beiden Avantgarden der polnischen Literatur im 20. Jahrhundert. Die erste Avantgarde hatte sich zwischen 1922 und 1927 in Krakau gebildet. Die zweite, der Miłosz angehörte, entstand in den 1930er Jahren in Vilnius. Während die Krakauer Dichter an die Zivilisation glaubten, verfassten die Vilnaer lyrische Visionen der Menschheitsdämmerung. Die zweite Avantgarde widersprach also der ersten, vertrat anders als die Krakauer eine apokalyptische Weltsicht und die ihr anhingen, wurden eben Katastrophisten genannt. Die Katastrophisten schrieben gegen die Zivilisationsgläubigkeit an und gegen ihren zweiten erklärten Feind, den polnischen Nationalismus. Miłoszs erster Gedichtband, erschienen 1933, trug den Titel »Das Gedicht von der erkalteten Zeit«. Dass er ein Katastrophist gewesen sei, gegen diese Zuschreibung hat sich Miłosz nie gewehrt. Als Zeitbeobachter unterschied er sich damit, so hatte er es selbst beschrieben, von den Dichtern der älteren Generation. Gemeint ist damit die ja nur wenig ältere Krakauer Avantgarde. Und er unterschied sich auch von denen, die im Kommunismus ihr Heil gefunden zu haben glaubten. Dass in meinen Werken die Verkündung einer zukünftigen hellen, glücklichen Menschengesellschaft fehlte, bewies jedoch, dass ich vom Marxismus tatsächlich nur die Kritik an den vergänglichen und wandelbaren Institutionen übernommen und dort Halt gemacht hatte, wo es die Erfüllung der Zeiten des Jahrhunderts zu bestätigen gilt. Eine Art Zwischenposition ist damit beschrieben. Sie wird Miłosz auch von der Übersetzerin seines späten autobiografischen Prosawerks »Das Land Ulro« attestiert. Ihrer Meinung nach gab es eine Phase in Miłoszs Biografie,
die durch den verhängnisvollen Zusammenhang zwischen Weltverneinung und Geschichtsbejahung, zwischen eschatologischer Prophetie und Billigung apokalyptischer Zerstörungsmächte gekennzeichnet gewesen sei. Der bekannte Übersetzer und Vermittler polnischer Literatur in Deutschland, Karl Dedecius, sieht in solchen Gegensätzlichkeiten einen Grundton der Miłoszczen Dichtung. Ich zitiere Dedecius: Die Spannung seiner Lyrik gründet in der Spannung von Engagement und distanzierter Reflexion, von Ekstase und Kritik, Ironie und Trauer. Seine Gedichte sind dem intellektuellen Zweifel und dem Prinzip Hoffnung gleichermaßen verpflichtet. Miłosz selbst wird, 66-jährig, über sich schreiben: Die verschiedenen Schichten seiner Natur hätten nie miteinander im Einvernehmen gelebt. So dass ich immer an jenes Märchengefährt gemahnte, das von einem Krebs, einem Fisch und einem Schwan gezogen wird. Als Dichter bringt ihn das in gewisse Schwierigkeiten. Als junger Mensch war ich gelähmt von der Ahnung des Ausmaßes, zu dem die Ereignisse meines Jahrhunderts gediehen waren und das zumindest die Größenordnung des Endes der antiken Welt erreichte. Meine Gedichte aus der Vorkriegszeit befremden mich selbst mit der Gewaltsamkeit ihres Tons. So äußerte sich das verzweifelte Missverhältnis zwischen dem Inhalt, den ich mitteilen wollte, und den Bildern, in die er sich kleidete. Mich der Literatur widmen hätte vor allem geheißen, von allzu dramatischen Forderungen Abstand zu nehmen. Vielleicht waren meine Berufswechsel bis hin zum Lehrstuhl in Berkeley nichts als Versuche einer Flucht vor der Literatur. Doch nicht nur als Dichter, sondern auch als politisch engagierter Bürger Europas hat man es schwer, wenn man von Krebs, Fisch und Schwan zugleich gezogen wird, zumal in dem Entscheidungen fordernden 20. Jahrhundert. Gegenüber der deutschen Besatzung in Polen war die Entscheidung für Miłosz sehr klar. Er ging in den Untergrund. Die Kriegszeit verbrachte er zum größten Teil in Warschau. Seine Gedichte, unter einem Decknamen als vervielfältigte Manuskriptausgaben weitergereicht, veränderten ihren Charakter. Vor 1939 war ich ein junger, ein wenig snobistischer Warschauer Dichter. Meine Gedichte fanden Beifall in bestimmten Literatencafés. Sie waren, wie die französische Poesie, unter deren Einfluss ich stand, schwer verständlich, dem Surrealismus verwandt. Unter den Nazis wurden die Gräuel der Besatzungszeit sein wichtigstes Thema. Gleichzeitig wurden meine Gedichte verständlicher, wie es ja meist geschieht, wenn der Dichter seinen Lesern etwas Wichtiges mitzuteilen hat. Unter diesen Gedichten ist auch das berühmt gewordene mit dem Titel Campo di Fiori, das vom Sterben im Warschauer Ghetto handelt. Geschrieben hat es Miłosz 1943. Als weder das Warschauer Ghetto noch die Shoah häufig Themen von polnischen oder deutschen nichtjüdischen Dichtern waren. Ich möchte Ihnen das Gedicht vortragen, wie ich überhaupt relativ viele Zitate aus dem Werk in den Vortrag eingebaut habe. Sie wollen ja was von Miłosz hören, habe ich mir gedacht. Campo di Fiori. In Rom auf dem Campo di Fiori, Körbe, Oliven, Zitronen, Wein fließt über das Pflaster zwischen den Blumenresten. Rosige Früchte des Meeres schütten die Händler auf Tische. Bündel von dunklen Trauben fallen auf Pfirsichdaunen. Auf diesem selben Marktplatz verbrannte Giordano Bruno. Das Feuer, geschürt vom Henker, wärmte die Neugier der Gaffer. Und kaum war die Flamme erloschen, füllten sich gleich die Tavernen. Körbe, Oliven, Zitronen trugen die Händler auf Köpfen. Ich dachte an Campo di Fiori in Warschau an diesem Abend, im Frühling vor Karussellen bei Klängen lustiger Lieder. Der Schlager dämpfte die Salben hinter der Mauer des Ghettos und Paare flogen nach oben hinauf in den heiteren Himmel. Der Wind trieb zuweilen schwarze Drachen von brennenden Häusern. Die Schaukelnden fingen die Flocken im Fluge aus ihren Gondeln. Der Wind von den brennenden Häusern blies in die Kleider der Mädchen. Die fröhliche Menge lachte am schönen Warschauer Sonntag.
Vielleicht wird jemand hier folgern, das Volk von Rom oder Warschau. Handele, lache und liebe vorbei an den Scheiterhaufen. Ein anderer vielleicht die Kunde von der Vergänglichkeit dessen empfangen, was schon vergessen, bevor die Flamme verglüht war. Ich aber dachte damals an das Alleinsein der Opfer, daran, dass als Giordano den Scheiterhaufen bestiegen, er keine einzige Silbe, menschliche Silbe gefunden, von jener Menschheit, die weiterlebte, Abschied zu nehmen. Schon liefen sie, Wein zu trinken, Seesterne zu verkaufen, Körbe, Oliven, Zitronen mit lustigem Lärmen zu tragen. Und schon war ihnen so fern, als wären Jahrzehnte vergangen, als hätten sie niemals gewartet auf seinen Abflug im Feuer. Auch diese Opfer sind einsam, sind von der Welt vergessen und fremd ist uns ihre Sprache, als kämen sie vom anderen Planeten. Bis alles dann zur Legende erkaltet und später, nach Jahren, auf neuem Campo di Fiori ein Dichterwort aufruft zum Aufruhr. Was seine Zeit von ihm forderte, verlor für Miłosz an Eindeutigkeit nach Kriegsende. Einer der Berufswechsel, zu denen er sich entschloss, war die Entscheidung, 1945 in der neu gegründeten Volksrepublik Polen in den diplomatischen Dienst des Außenministeriums zu treten. Miłosz hoffte, man würde ihn dort als loyalen Ironiker akzeptieren, als einen also, der auch kritische Töne anschlüge bei allem Engagement für die neue polnische Sache. Eine Zwischenstellung damit auch hier. Zumal bei dieser Entscheidung wohl beides mitschwang. Miłoszs Engagement für die neue Republik, deren Politik und Sowjetisierung er aber bald sehr kritisch sah, und sein Ziel, das Land dank der Auslandsreisen als Diplomat auch verlassen zu können. Loyale Ironiker waren jedoch weniger willkommen, als er erhofft hatte. 1951 entschloss sich Miłosz, von einer Reise nach Paris nicht mehr zurückzukehren. Die Entscheidung ist ihm nicht leicht gefallen. Die soziale Stellung des Schriftstellers in den Volksdemokratien ist sehr gut, schreibt er rückblickend. Der Schriftsteller kann sich dort ausschließlich der literarischen Arbeit widmen. Und die Einkünfte aus dieser Arbeit kommen den Gehältern der höchsten Würdenträger mindestens gleich. Doch der Preis, den er für dieses von materiellen Sorgen freie Leben zahlen muss, ist meiner Meinung nach zu hoch. Nun möchte ich mich nicht in einem zu schmeichelhaften Lichte darstellen, denn es könnte so scheinen, als ob meine Entscheidung einzig und allein dem Abscheu vor der Tyrannei entsprang. Die Motive des menschlichen Handels sind kompliziert und lassen sich niemals auf ein einziges Prinzip zurückführen. Ich war geneigt, meine Augen vor vielen schändlichen Tatsachen zu verschließen, wenn es mir nur erlaubt war, mich ungestört den metrischen Problemen zu widmen und Shakespeare zu übersetzen. Jetzt kann ich nur feststellen, dass ich den Bruch vollzogen habe. Sein Beobachterstatus veränderte sich damit zum vierten Mal. Nun gehörte Miłosz nicht mehr zur Wilnaer Gegenavantgarde. Er war nicht mehr Dichter im Warschauer Untergrund, auch nicht länger polnischer Kulturattaché, sondern nun Emigrant und also heimatlos. Der Weg ins Exil, das scheint eine Entscheidung von Eindeutigkeit zu sein. Den anderen polnischen Emigranten war Miłoszs Wechsel der Seiten aber nicht geheuer. Der Polonist Heinrich Olszowski beschreibt es so: Den unbeugsamen Legalisten aus den Reihen der ehemaligen Exilregierung in London war er nicht patriotisch und antikommunistisch genug. Für die kommunistischen und linken Intellektuellen Frankreichs, im Umkreis der L'Humanité und Sartres Les Temps Modernes, war ein Ärgernis, weil er ihre schöne, abstrakte Idee der Revolution mit der kruden Erfahrung von Unterdrückung und Terror befleckte. Und die amerikanischen Behörden wiederum verweigerten dem verkappten Agenten der Sowjets das Einreisevisum. Und Miłosz selbst verzichtete darauf, das soeben verlassene Land zu verdammen. Er enthielt sich, wie Heinrich Böll es genannt hat, der reziproken Propaganda des Abgefallenen.
Das Flüchtlingsschicksal beschrieb Miłosz als einen so heftigen Sturz, dass ich es niemandem empfehlen kann. Es sei denn, er wäre mit Pferdegesundheit, Alligatorenvitalität und Nilpferdnerven ausgestattet. Nur indem ich die Wahrheit über den Stalinismus schrieb, konnte ich meiner neuen Situation einen Sinn geben. Sinngebung dieser Art war eine Reihe von Aufsätzen, die Miłosz unter dem Titel »Das verführte Denken« als Buch herausgegeben hat. Es geht ihm darin um die Frage, wie es Stalins System gelang, die Intelligenz für sich zu gewinnen. Das verführte Denken erschien 1953 zugleich auf Polnisch, Deutsch, Französisch und Englisch. Die polnische Fassung konnte der Zensur wegen nicht in Polen verlegt werden, sondern wurde im Verlag der Pariser polnischen Exilzeitschrift Kultura veröffentlicht. Miłosz beschreibt und analysiert in diesem Buch, das übrigens weltweite Aufmerksamkeit fand, die Lebensläufe von 4 prominenten polnischen Autoren und ihr Verhalten unter den konkreten Bedingungen des Stalinismus. Dabei greifen Selbst- und Fremdbefragung ineinander. Der Historiker Tony Judd hat verführtes Denken mit Arthur Koestlers Sonnenfinsternis und Raymond Aron's Opium für Intellektuelle verglichen. Das Opium wird in Miłosz' Stalinismus-Analyse in Form kleiner, runder Pillen verabreicht, den sogenannten Murti-Bing-Pillen. Intertextuell verweist er damit auf einen 1932 in Warschau erschienenen Roman des polnischen Schriftstellers und Malers Stanisław Witkiewicz, der sich das Leben nahm, als die Rote Armee die Ostgrenze Polens überschritt. Witkiewicz gilt heute neben Witold Gombrowicz und Bruno Schulz als einer der wichtigsten Schriftsteller der polnischen Moderne. Seinem Roman entstammt das Bild der zahlreichen Hausierer, die in den Städten sogenannte Murti-Bing-Pillen verkaufen. Murti-Bing ist bei Witkiewicz ein mongolischer Philosoph, dem es gelungen war, für seine Weltanschauung ein organisches Bindemittel herzustellen. Angeboten wurde diese Weltanschauung in Pillenform den Menschen, gerade in jenem Moment, in dem sich in der westlichen Zivilisation eine Atmosphäre der Zersetzung und Sinnlosigkeit verbreitet hatte und sie zugleich von einer riesigen chinesisch-mongolischen Armee von außen bedroht wurde. Wer diese Pillen einnahm, beschreibt Miłosz die Romanhandlung und damit zugleich seine Beobachtungen im real existierenden Sozialismus, wurde ein heiterer und glücklicher Mensch. Die Probleme, mit denen er sich bis dahin herumgeschlagen hatte, erschienen ihm plötzlich ganz oberflächlich und gleichgültig. Am stärksten wirkte sich das auf alle unlösbaren philosophischen Schwierigkeiten aus. Wer Murti-Bing-Pillen zu sich nahm, war gegen jede Form metaphysischer Bedenken gefeit. Ihm erschienen alle Entartungen der Kunst, die aus einem Bedürfnis nach immer neuen Formen, einem wahren Formhunger entstanden waren, wie die Torheiten einer vergangenen Epoche. Und auch das Herannahen der chinesisch-mongolischen Armee betrachtete er nicht mehr als die größte Tragödie der Zivilisation. Er lebte forthin unter seinen Landsleuten wie ein geistig gesunder Mensch inmitten eines Irrenhauses. Immer mehr Menschen unterzogen sich der Murti-Bing-Kur und deutlich stach die Ruhe, die sie gewonnen hatten, von der Nervosität ihrer Umgebung ab. In seiner eigenen Analyse versucht Miłosz dann, die Empfänglichkeit gerade der Intellektuellen für die von den stalinistischen Hausierern angebotene Medizin zu erklären. 3 Thesen lenken dabei seinen Blick auf das Erlebte. Zum einen geht er davon aus, dass im Europa der Moderne die Religion ihre weltanschauliche Kraft verloren habe und dadurch die Denkweise eines ganzen sozialen Organismus verloren gegangen sei. Dieser Befund ist ein wiederkehrender Topos der modernen Kritik zahlreicher Denker in West wie Ost. Aus diesem Mangel, aus dem Verlust der Sinnstiftung durch Religion also, entstand laut Miłosz das schmerzliche Gefühl der Loslösung und Abstraktion, das, wie er schreibt, heute die meisten Kulturschaffenden bedrückt. Eine zweite Grundannahme in Miłosz' Nachdenken über das 20. Jahrhundert ist,
dass dieses Jahrhundert, das in ganz Europa durch die Kriegserfahrungen und in Polen durch die Erfahrung erneuter Teilung und Fremdbeherrschung bestimmt war, alle Gewissheiten in Frage gestellt habe. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung von Flüchtigkeit und Verlust, so Miłosz' These, übe die dialektische Methode solch große Faszination aus, weil sie, auch wenn gerade die Künstler und Intellektuellen zunächst an ihr zweifelten, ich zitiere ihn, auf eine gänzlich neuartige Weise das im Flusse sein und die Allabhängigkeit der Erscheinungen betont. Die Menschen des 20. Jahrhunderts leben in einer soziologischen Situation, in der die natürliche Stabilität verschwindet und das Fließende und die gegenseitige Abhängigkeit aller Dinge für den beschränkten Geist sichtbar wird. Und so scheint das Denken in Kategorien der Bewegung das zuverlässigste Mittel zu sein, die Wirklichkeit in flagranti zu erfassen. Miłosz' dritte Annahme im Nachdenken über Europa und den Stalinismus ist, dass sich der Osten, anders als der Westen, kein einfaches Weiter-so hätte vorstellen können. Der Osteuropäer wundere sich über die westlichen Miteuropäer. Epigonen ahmten dort Epigonen nach, die Vergangenheit, also die Vergangenheit. Man lebe weiter, als habe es keinen Zweiten Weltkrieg gegeben. Zwar kenne man auch in Osteuropa diesen Zustand, aber man betrachte ihn als eine überwundene Epoche, der man keine Träne mehr nachweine. Selbstverständlich sind alle drei Thesen diskussionswürdig. Setzt man sie voraus, wie ist dann Miłosz' Entschluss, Polen zu verlassen, eigentlich zu bewerten? Er beschrieb seinen schließlich gescheiterten Versuch, sich für die Volksrepublik Polen zu engagieren, einmal so. Ich sehnte mich nicht nach der sozialen und wirtschaftlichen Ordnung in Polen vor dem Kriege, und wer von ihrer Auferstehung träumte, war mein Gegner. In diesem Sinne stimmte der Dienst in der Botschaft mit meiner Überzeugung überein. Aber ich wünschte meinem Lande ein besseres Schicksal als das einer Provinz in Stalins Hand. Ich wünschte auch der polnischen Literatur etwas viel Besseres als die dümmlichen Polizeitheorien, in die man sie allmählich verstrickte. Das dialektische Denken mag durchaus logisch sein, aber Kunst entsteht nicht aus Dialektik. Sie schöpft aus tieferen und ursprünglicheren Schichten, die im Laufe unzähliger Generationen im Menschen angereichert worden sind. Diese Wahrheit dürfte den Herren und Philosophen des Systems nicht sehr genehm sein, denn was sie wollen, ist eine rein dialektische, sich um Verständnis der historischen Prozesse nährende Literatur. Was sie mit Preisen auszeichnen, ist nicht der Niederschlag der Wirklichkeit und ihrer Phänomene, sondern der Hochglanz eines Fabrikats, dessen Politur den Abnehmer warnt: Achtung, Serienproduktion. Die schönsten und edelsten Worte wirken dann wie tote Ornamente. Sprich, der Dichter Miłosz' konnte auf Dauer nicht im Einklang sein mit dem, was der sozialistische Realismus von ihm und seinen Künstlerkollegen verlangte. Er versuchte dennoch, diejenigen zu verstehen, die sich zu arrangieren versuchten und nicht zur Flucht entschließen konnten. Zu einfachen Antworten auf die Ambivalenzen seiner Zeit misstraute Miłosz'. In der deutschen Ausgabe von Das verführte Denken weist Karl Jaspers einleitend auf diese Eigenheit der Texte Miłosz's hin. Man merkt ihm nichts, schreibt Jaspers, von jenem aggressiven Fanatismus der Freiheit an, der in Gebärde, Ton und Handeln wie ein umgekehrter Totalitarismus wirkt. Er schreibt auch nicht als oppositioneller Emigrant, der praktisch an Umsturz und Rückkehr denkt. Er spricht als der erschütterte Mensch, der mit dem Willen zur Gerechtigkeit, zur unverstellten Wahrheit, durch die Analyse des im Terror Geschehenen zugleich sich selber zeigt. Wir werden durch ihn vorsichtiger in der Beurteilung der Menschen unter totalitären Regimen. Wohl bleiben bei Miłosz' die ewigen Gegensätze von Gut und Böse, Edel und Gemein, Wahr und Falsch, der fühlbare Hintergrund von allem, was er schreibt, aber nicht in bequem zu handhabenden Formeln. Denn diese Gegensätze selbst gewinnen durch die Wirklichkeit dieser Terrorwelt in ihrer Erscheinung gleichsam eine andere Farbe. Es ist eine unheimliche Sache.
Selbst- und Fremdbefragung greifen in Miłosz Zeitbeobachtung also ineinander. Doch verstehen, betont Miłosz, heißt nicht alles verzeihen. Meine Worte sind gleichzeitig ein Protest. Ich spreche der Doktrin das Recht ab, die Verbrechen zu rechtfertigen, die in ihrem Namen geschehen. Nach der Entscheidung, nicht länger im polnischen diplomatischen Dienst stehen zu wollen und eben ins Exil zu gehen, wurde das Verhältnis zwischen West- und Osteuropa zentral für Miłoszs Arbeiten. Er hatte sich immer schon für den Unterschied zwischen beiden interessiert, außerdem über die polnische und ostmitteleuropäische Sehnsucht nach Westeuropa, speziell nach Frankreich, nachgedacht und geschrieben. Den verehrenden Blick der Osteuropäer nach Westen sah er nicht erst seit seinen Pariser Exiljahren auch kritisch. Diese nachahmende Orientierung am Westen hindere die Osteuropäer, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sie selbst zu sein. Westliche Vorstellungen vom Osten Europas wiederum und auch des dortigen Kommunismus erschien Miłosz oft unwissend, naiv, manchmal beinahe absurd im Grad des Nichtverstehens. 1959 erschien sein Prosaband Rodzina Europa, was wörtlich übersetzt heimatliches Europa bedeutet. Miłoszs Übersetzerin Maria Reifenberg schlug dafür die Übersetzung West- und östliches Gelände vor. Nach kurzem Zögern war Miłosz begeistert von diesem Titel und, wie er ihr schrieb, seinem goethischen Atemzug. West- und östliches Gelände, habe er geschrieben, so Miłosz in einem späteren Interview, in dem verzweifelten Bestreben, dem westlichen Leser bestimmte Sachverhalte mitzuteilen und ihm zu erklären, worin das Phänomen der Herkunft aus dem anderen, schlechteren Teil Europas besteht, welche historischen Komplikationen man durchleben muss, wenn man von dort stammt. Dabei war seine eigene Zugehörigkeit zum östlichen Gelände ihrerseits keine einer womöglich nationalistischen Eindeutigkeit. Aus Litauen stammend, habe seine Familie den Kult des Andersseins stets gepflegt. So wie das Anderssein der Schotten, schreibt Miłosz, der Wallonen oder Bretonen. Das Großherzogtum Litauen war besser, Polen war minderwertiger. Denn was hätte es ohne uns, ohne unsere Könige, unsere Dichter und Politiker angefangen? Dieser Status des Nicht- oder nur zum Teil Dazugehörens führte dazu, dass er sich eben zur Gruppe der Linken, der Nonnenkonformisten, zählte. Ein Gefühl des Nicht-Dazugehörens mag auch dazu beigetragen haben, dass Miłosz den eigenen Blickwinkel immer wieder reflektiert hat. Er befragt in seinem Werk sein eigenes Bild von Europa und den Europäern in West und Ost immer wieder aufs Neue. So wie er diese Europäer, ihre Literatur, ihre Philosophie, ihre Geschichte und ihre politischen Überzeugungen in seinen Gedichten und Prosaschriften zu erforschen sucht, auf der Suche nach den Eigenheiten dieses Kontinents, der keiner ist, und dieses Jahrhunderts, das Miłosz nicht nur in Warschauer Studentenzeiten als ein katastrophisches wahrnahm und erlebte. Zugleich war Miłosz durchaus skeptisch, wie viel die dichterische Kunst zur europäischen Selbstaufklärung wirklich beitragen konnte. Die Wirklichkeit verschwamm und zerging, ich stellte ihr die Dichtung entgegen und wurde tagtäglich mit einem schlechten Nachgeschmack gestraft. Dichtung blieb aber trotz dieser Skepsis das wichtigste Mittel, mit dem er seiner Verantwortung als Zeitbeobachter nachzukommen suchte. Denn wahrhaftig, wir waren es, die Dichter und Philosophen, die die Welt veränderten, unter der Haut, hinterlistig, nicht unmittelbar. Wir waren der Wurm im Apfel. Doch schwer erschien uns die Überwindung dieser Epoche, in der die leblose Materie in einer spiritualistischen Maske herrschte, in der Philosophie und Dichtung als lebensunfähig verachtet, nur Zutat, Blume, Salonzierde waren. Miłosz hat Europa nicht nur von Ost nach West, dann im Pariser Exil von West nach Ost betrachtet, sondern auch aus einer transatlantischen Perspektive. Denn sein Exil führte ihn 1956 von Paris weiter in die USA.
Er kannte die Vereinigten Staaten schon aus seiner Botschaftertätigkeit für die Polnische Volksrepublik. Seinen allerersten Eindruck schilderte er damals so. Von dem Augenblick an, da das englische Schiff mich und Janka, so hieß seine erste Frau, am Ufer des East River abgesetzt hatte, war alles höchste Unanständigkeit. Unanständig war die riesenhafte Stadt selbst, denn sie stand da, als ob nichts geschehen wäre, ohne eine Bombenlücke. Und die Menschen in den Straßen von Manhattan, die frei waren von dem, was in mir wie glühendes Blei kreiste. Ich musste mit der Vision der Lager und der dorthin fahrenden Gefangenenzüge leben. Unanständigkeit war der Orangensaft, das Milkshake, ein neues Hemd. Aber ich war ein ganz anderer als vor dem Krieg. Die Feder in meiner Hand war etwas anderes. Und keine Unbill der Welt brachte mich mehr dazu, wie früher einfach nur in die erhabene Kunst zu flüchten. Im Gegenteil, das Gefangensein in einer so außerordentlichen Situation, dass sie für keinen Amerikaner zu verstehen war, gab mir Auftrieb. Ich begriff, dass ich ärmer wäre, wenn ich dieser Situation nicht durch Tätigkeit die Stirn bieten wollte. Ich will keineswegs behaupten, dass ich Gleichgewicht und Ruhe besaß, denn ich wurde von einer Art Wut hin und her geworfen. 1960 wird Miłosz als Slawist an die University of California in Berkeley berufen. Damit hatte sich sein Beobachterstandort und also seine Perspektive auf die eigene Gegenwart ein weiteres, letztes Mal verändert. Während er in West- und östliches Gelände noch für die Westeuropäische geschrieben hatte, um ihnen den Osten Europas zu erklären, schrieb er in den USA nun einerseits für seine polnischen, andererseits für seine amerikanischen Leser und Studenten. Drei Motive hätten dabei seine Arbeiten bestimmt. Unde malum, woher kommt das Böse? Dann die Frage nach dem Wie und Woher, die ihn zur intensiven Beschäftigung mit der Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts führt. Woher kamen Dostojewski und Nietzsche? Warum haben sie sich als so prophetisch erwiesen? Es liegt auf der Hand, dass sie die Schlüssel im Zeitalter der Aufklärung und der Frühromantik suchte. Und schließlich, drittens, die polnische Literatur. Die polnische Literatur suchte Miłosz den Amerikanern in Form einer Literaturgeschichte nahezubringen. Seine Geschichte der polnischen Literatur erschien 1969 auf Englisch, wurde 1981 ins Deutsche übersetzt und ist 2013 wieder aufgelegt worden. Auch in Polen gilt sie bis heute als ein Standardwerk. Miłosz schrieb sie nicht, um einem kulturvermittelnden Bildungsauftrag nachzukommen. Er hatte politische Gründe. Die literarische Landkarte Europas, so erklärte Anfang der 80er Jahre den Hörern einer Vorlesungsreihe an der Universität Harvard, die literarische Landkarte Europas, so wie sie sich bis vor kurzem dem Westen darstellte, enthielt zahlreiche weiße Flecken. England, Frankreich, Deutschland, Italien existierten darauf. Aber schon die Iberische Halbinsel war noch ein schwach umrissenes Gebiet. Holland, Belgien, Skandinavien blieben etwas Vages, während östlich von Deutschland vor dem weißen Hintergrund die Aufschrift Ubi Leonis hätte prangen können. Und diese Spezies von Waldtieren bezeichnet sowohl Prag, das nur gelegentlich im Zusammenhang mit Kafka Erwähnung fand, als auch Warschau, Budapest oder Belgrad. Erst fern im Osten tauchte dann wieder Moskau auf. Die Vorstellungen der kulturellen Eliten besitzen zweifelsohne auch eine politische Bedeutung, indem sie auf die Entscheidungen der regierenden Elite Einfluss ausüben, die leichter Hand 100 Millionen Europäer bei der Unterzeichnung der Verträge von Jalta abschrieb. Diese weißen Flecken füllt seine Literaturgeschichte mit Dichternamen und Werktiteln. An seine Leserinnen und Leser in Polen wandte sich Miłosz von den USA aus mit dem auf Polnisch geschriebenen Prosaband Land Ulro. Er erschien 1977 im Pariser Verlag der Cultura, also noch und wieder in einem Exilverlag. Anders als in seiner Geschichte der polnischen Literatur wird in Land Ulro vieles vorausgesetzt. Für Unkundige der polnischen Literatur ist es darum teilweise eine schwierige Lektüre. Land Ulro entlehnt seinen Titel von dem englischen Dichter und Naturmystiker William Blake, der so die geistige Heimat der innerlich Verletzten und Entwurzelten bezeichnet hatte.
Doch Miłosz will seinen polnischen Lesern nicht nur von der Exilerfahrung berichten. Land Ulro, das ist für ihn mittlerweile auch die rationalisierte Welt, ist ein mechanistisch-evolutionistisches Weltbild, gegen das er ankämpft. Die Übersetzerin dieses späten Prosabandes, Janine Lucas-Wild, sieht Miłosz in diesem Kampf an der Seite von Swedenborg, Blake, Mickiewicz oder Dostojewski. Aus Miłoszs Frage der frühen Exiljahre nach einer Philosophie des Werdens sei eine Frage nach einer Philosophie des Seins geworden. Tradition, womit vor allem auch die jüdisch-christliche Esoterik gemeint ist, werde zentral bei Miłoszs Suche nach einer Ganzheitlichkeit, die zwar nicht Einheitlichkeit meint, aber die der von ihm als horizontal wahrgenommenen Wüstenlandschaft Ulros, in der alles zu platter Indifferenz eingeebnet worden sei, eine vertikale, in himmlische Höhen und höllische Abgründe reichende Landschaft entgegenstellen will. Zwiespältigkeit soll hier einen Platz haben, das Hin- und Hergerissensein zwischen Schutzengel und Teufel. Wieder die Zwischenstellungen also. Miłosz selbst nennt dieses Denken Manichäismus. Es wird begleitet von dem Gefühl am Zwiespalt der Moderne, die zur Wahl zwischen entweder Philosophie und Wissenschaft oder Religion zwinge, letztlich gescheitert zu sein. Diesem Zwiespalt zu entkommen, davon war Miłosz überzeugt, werde nicht gelingen, wenn die Einseitigkeiten in modernen Denksystemen, wenn mechanistische, evolutionistische, rationalistische Weltbilder nicht überwunden würden. Nicht eine Art Himmel auf Erden wird hier herbeigesehnt. Sondern was Miłosz an Blake fasziniert und worin er sich auch im Gleichklang mit ihm sieht, ist ein Denken, in dem der Kampf der Gegensätze zum Grundsatz erhoben wird. Jedem Ja ist ein Nein entgegengestellt und jedem Nein ein Ja. Blake wie auch Miłosz wollen diese Vorstellung aber nicht als Nihilismus verstanden wissen. Die Gegensätze würden auch nicht dialektisch aufgelöst, sondern sie seien um ihrer selbst willen da, um sich gegenseitig zu steigern. Und daher beruht, schreibt Miłosz, Blakes Himmel, der genauso von Tätigkeit durchpulst ist wie von der von Swedenborg, auf der Reibung von Gegensätzen, jedoch von gewandelten, vom egoistischen Willen befreiten Gegensätzen. Erlöst werden bedeutet mithin in der Zeitlichkeit wie in der Ewigkeit Teilnahme am, in Anführungszeichen, geistigen Krieg und an der, in Anführungszeichen, geistigen Jagd, schreibt er. Von Tätigkeit durchpulst. Man geht sicher nicht fehl, wenn man in dieser Schilderung auch einen Auftrag sieht, den Miłosz sich selbst erteilt. Er sagt es an anderer Stelle auch selbst. Ich vermute, dass einer meiner Beweggründe bei meinem gegenwärtigen literarischen Vorhaben Eigensinn ist. Und es wenn es mir nun doch gelänge, in der Auseinandersetzung mit unorthodoxen Schriftwerken etwas über die Dinge zu sagen, die mir wichtig erscheinen. Und zwar in einer Sprache, die sowohl verstandesmäßig begreifbar als auch hinlänglich bildhaft wäre, um im Geist eine Spur zu hinterlassen und so dazu beizutragen, die Tore von Ulro zu sprengen. Denn darum geht es Miłosz auch im Exil. Die Tore von Ulro zu sprengen will heißen, seine Zeit womöglich fortzuführen aus ihrer Katastrophe, aus ihrer Hoffnungslosigkeit, aus ihrer Entwurzelung. Dass die dichterische Sprache, mit der er diese Versuche unternahm, bis zuletzt die polnische war, dass seine auf Polnisch geschriebenen Prosawerke und Gedichte jahrzehntelang in Polen nicht verlegt und gelesen werden durften, dass Miłosz seinen dichterischen Eigensinn unter den Bedingungen des Exils aufrechterhalten musste, sollte dabei nicht vergessen werden. Erst als er 1980 den Literaturnobelpreis erhielt, wurde die Zensur seiner Bücher in Polen aufgehoben. 1981 konnte er, nach 30 Jahren, ein erstes Mal wieder nach Polen reisen. Und seit dem Mauerfall pendelte er regelmäßig zwischen Berkeley und Krakau hin und her. In wenigen Zeilen fasst Miłosz in das Land Ulro seinen Lebensweg so zusammen. Wenn ich daran erinnere, dass der Knabe, der in Schulheften die Karten seiner Fantasieländer entwarf, der katastrophistische Dichter
und der alte Professor in Berkeley der gleiche Mensch sind, halte ich es mit dem Grundsatz dieses Buches, dass kindlich und erwachsen ist, erhaben und erdgebunden. Leser, sei mir gegenüber tolerant. Toleranz für Zwischenstellungen. Sie klagte Miłosz, der 2004 in Krakau starb, bis zuletzt ein. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.